Ja gut, für mich war es sehr wichtig, dass ich auch mal ins Ausland gegangen bin. Nach Nordamerika, in Kanada waren wir 3 Jahre und dann habe ich den Job in Jülich bekommen. Aber ich war dann trotzdem mit der Familie damals dann noch mal ein Jahr in Amerika und mal ein halbes Jahr in Kanada. Und diese Auslandsaufenthalte, die haben mir auch sehr viel gegeben. Ja, das hängt jetzt davon ab, an das, was man glauben soll oder will. Also mit Christentum halte ich so, dass ich an diese Ringparabel von, ich glaube, Herder oder irgendjemand hat das doch geschrieben, diese Ringparabel, dass der Vater seinen Söhnen 3 oder 4 Ringe vererbt und einer soll der Richtige sein. Und das muss ich sagen, das toppe ich noch dadurch, dass ich sage, keiner dieser Ringe ist wirklich der richtige. Die sind alle gleichwertig. Und ich könnte genauso gut Muslim sein wie Hindu, weil die Inhalte, auf die es ankommt, in den Religionen sehr ähnlich sind oder gleich überhaupt. Und wenn ich das akzeptiere so, dass das nicht relevant ist, ja, ein Hindu wäre so, dann muss ich sagen, dann kann ich mir auch nicht vorstellen oder dann kann ich auch nicht glauben, dass im Christentum, wie das geglaubt wird, Christus auf die Erde gekommen ist, als Gott kommt auf die Erde. Das hat einen ähnlichen Wert wie bei den Hindus kommt Vishnu als Eva auf die Erde. Das sind Inkarnationen, an die hat man in der Antike oder damals geglaubt. Und von dieser Art ist auch Christus auf die Erde gekommen. Das ist eine Geschichte wie eine Inkarnation. Hat für mich keine Bedeutung. Ich denke, jeder Erfolgreiche, sollte nicht vergessen, Demut zu behalten. Und nicht übermütig zu werden. So Demut halte ich gerade bei Erfolgreichen für äußerst wichtig. Beim Sterben weiß ich nicht, was danach sein wird. Man muss oder man darf vielleicht auch alles akzeptieren, dass es eine Möglichkeit wäre, dass wir uns einfach auflösen wie ein Kristall, der ins Wasser geworfen wird und dann ist nach irgendwann nichts mehr übrig. Staub zu Staub, wir werden uns am Blatt nichts übrig. Ich könnte mich damit anfreunden, es tut mir ja nicht mehr weh. Aber andererseits könnte auch sein, dass es in irgendeiner Weise noch weitergeht. Damit könnte ich mich auch arrangieren.